Sonne heute. Sonne. Ein Biber. Da ist ein Biber im Wasser. Ja, guck mal. Da. Da haben wir einen Biber. Ja. Guck mal da. Da ist er. Da ist der Biber. Na, wo haben wir ihn? Da. Hallo. Hallo, junger Freund. Ein Biber. Ja, du bist ja ein Kandidat, hä? Kommst mich besuchen hier, hä? Ja? Kommst mich besuchen. Ja. So, jetzt muss ich aber wieder rein hier. Du bist ja ein Kandidat, ja? Ja. Kommt ein kleiner Biber hier. Das gibt's doch gar nicht, ja? Das gibt's doch gar nicht. So. Wo waren wir stehen geblieben? Thank you.
Thank you.
kommt. Die Sonne. Die Sonne kommt. Die Sonne kommt. So, meine Damen und Herren, das waren ein paar Eindrücke vom Herbstbaden. Heute ist Dienstag, der 26. März 2019. Oh, das war aber erfrischend. Ja, meine Damen und Herren, das waren sie wieder hier. Die Außenaufnahmen von der Panzerrampe in St. Goar fehlen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen hier. Das waren wieder Eindrücke vom Herbstbaden. Heute Special Guest hier ein Biber von St. Goar-Fellen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, so, wir wollen jetzt noch die Wassertemperatur hier bestimmen. Schauen wir mal. Was haben wir hier für eine Lufttemperatur? Also, Lufttemperatur würde ich mal sagen, das ist 9 Grad. So, jetzt bestimmen wir noch die Wassertemperatur.
das Thermometer hier mal in den Eimer stellen. Und dann mal die Temperatur ablesen hier. Also, ich sag mal, das sind jetzt 9,3 Grad. Ja, das Thermometer ist hier immer noch im Wasser. Ja, das sieht man, dass das hier immer noch im Wasser ist. Sind jetzt exakt, ja, 6,8 Grad. Das war hier noch die Temperaturmessung hier zum Herbstbaden am 26. März 2019. Dieser Biber, den ich da eben im Wasser gesehen habe, der hat aber irgendwie einen ziemlich merkwürdigen Schwanz. Irgendwie, also ich sag mal, der Schwanz ist ja komplett rund irgendwie. Das ist gar kein Biber.